Liebe Zuschauer, wir hatten Ihnen heute Morgen versprochen, als wir oben in Zürs waren, dass es heute weitergeht, dass wir noch ganz viel aus Lech berichten und das wollen wir natürlich machen. Und jetzt sind wir auf der Rudalp, circa so knapp 2000 Meter in der Höhe. Und Sie sehen, Sonne scheint, alles super. Und warum, dass wir hier oben sind? Tanzcafé Arlberg, das ist natürlich das Motto, das wir hier verfolgen, mit dem Skifahren zusammen, lustig auf der Hütte sein. Und wir haben hier auf der Rudalp eine polnische Band, aber die gibt sowas von Gas, die ganze Hütte hier tanzt. Und ich habe mir die Dame mal schnell ans Mikrofon geholt, die das alles mit organisiert hat. René Ruth steht neben mir. René, wie kam eigentlich so eine Idee? Oder bist du nachts aufgewacht und hast gesagt, ey, das machen wir und das wollen wir jetzt machen, weil ihr macht das ja zusammen mit Zürs und St. Anton. Da muss ich jetzt kurz einwerfen. Wir machen das nicht mit Zürs und St. Anton. Das macht Lech, Zürs, Stuben und Zug. Okay. Wir machen das gemeinsam. Und es war so, das hat sich entwickelt. Wir haben uns gedacht, das wäre eine schöne Idee hier auf den Arlberg, besonders hier in Lech und Zürs hat es die Traditionen der Tanzcafés gegeben, früher in den 30er und 40er Jahren. Und die Idee war so, dieses Après-Ski wie früher zu machen. Also ein bisschen ein niveauvolles Après-Ski. Nostalgisch, ein bisschen auf die Nostalgische, genau. Und deswegen ist unser Schwerpunkt auch Jazz. Wir haben sehr viel also Swing, eben Boogie, New Jazz, aber auch ein bisschen Funk. Also es ist schon schön gemischt. Also sagen wir mal so, von 18 bis 80 kann jeder dabei sein und kann auch jeder mitmachen. Unbedingt, unbedingt. Man kann mitsingen, man kann tanzen. Es ist immer super Stimmung. Es gibt verschiedene Locations, eben mit den verschiedensten Bands und mit den verschiedensten Stilrichtungen. Und ja, heute hier auf der Rudalpe sind die Boogie Boys aus Polen hier. Die geben ordentlich Gas, die ganze Bude schreit und rockt und tanzt mit und es ist schön und es ist natürlich auch das perfekte Wetter dafür. Genau, wir hatten heute Morgen schon mal gesagt, es hat angefangen am 1. April und geht bis zum 15. April und wie geht es jetzt weiter? Wir sind ja jetzt mittendrin, 6. 7. April, das heißt, wir haben gerade Halbzeit. Ne? Was erwartet denn der Zuschauer oder sagen wir mal der Gast, wenn er noch kommt, was erwartet er noch, wenn er herkommt? Also den erwarten noch ganz viele ganz großartige Konzerte. Also heute Abend geben die Boogie Boys zum Beispiel noch einmal Gas im Hotel Krone an der Bar. Morgen kommt Zoe, eine junge, aufstrebende österreichische Singer-Songwriterin mit ihrer Band hier nach Hall. Die spielt dann auch Open Air an der Krone Bar. Morgen am Abend findet dann ein großer Tanz und Ballroom statt, unser erster Tanzcafé Arlberg Ballroom im Hotel Bost. Wir haben auch einen Tanz, also heuer erstmals Tanzkurse und Swing-Tanzklassen, die man buchen kann und wo man mitmachen kann. Ja, und in den nächsten Tagen geht es dann so weiter. Am Sonntag auf der Palmalp mit den Swing-Rowers, einer Electro-Swing-Band aus Italien. Und ja, es geht Schlag auf Schlag. Also ich muss dir sagen, du hast einen ganz tollen Job. Könnte ich da nächstes Jahr ein bisschen anheuern? Dann kann ich vielleicht noch einen Tanzkurs machen im Swing oder wir beide. Unbedingt, das machen wir dann gemeinsam, oder? Genau, aber wollen wir doch mal ein bisschen vorausschauen fürs nächste Jahr. Wann ist es denn nächstes Jahr, wenn jetzt der eine sagt, Mensch, ich kann nicht jetzt kommen, jetzt bin ich gerade, mein Urlaub ist vorbei, aber ich möchte das gerne mal erleben. Also die Termine für nächstes Jahr, die stehen schon. Und zwar nächstes Jahr findet das Tanzcafé Arlberg vom 1. bis zum 18. April sogar statt. Also ein bisschen länger, weil Ostern so spät ist und dann haben wir uns gedacht, dann verlängern wir es gleich ein bisschen. Super, also liebe Zuschauer, wir gehen jetzt wieder zurück. Wir werden jetzt noch ein bisschen swingen und ein bisschen abhotten und heute Abend natürlich auch. Wir lassen uns jetzt die nächsten zwei Tage noch gut gehen, aber Sie sollen zu Hause jetzt nicht denken, dass alles vorbei ist. Nein, wir melden uns wieder, weil morgen gehen wir mal über den Berg und schauen mal, was auf der anderen Seite los ist. Also Sie versäumen nichts und ich kann Ihnen nur sagen, nächstes Jahr bitte vormerken. 1. bis 18. April gibt es nichts anderes. Urlaub umbuchen. Wir fahren nach Lech, Zürs und dann gibt es das Tanzcafé am Arlberg und dann treffen Sie auch René und dann können Sie immer sagen, was gibt es heute, was gibt es morgen. Sie kriegen jedenfalls immer eine Auskunft und es macht riesen Spaß. Und wir gehen jetzt noch ein bisschen abhotten und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag.